Oder ob man damit, wie bei CSGO wieder so ähnlich wie Waffenskins, einfach sich Waffen kaufen kann zum Beispiel. Alter, wenn die hier so ein Buy-System reinbringen, ey, das kotze ich. Kommt garantiert rein. Waiting for players. Guck mal, den Typen, der hat ein Smiley vorne auf seinem Bauch. Der Roboter. Ja. Ist mir vorhin schon aufgefallen. Fand ich ziemlich witzig eigentlich. Fuck, Alter. Ah, also hier snipen ist echt schwierig, das sag ich dir. Man sieht aber auch nichts. Na, ne? So, Lobby Skin hier. Ich find's auch geil oben rechts mit dem. Das wirkt so dynamisch halt mit den, dass die mit den Sprechern so oben rechts hier dann mal eingeblendet werden, ne? Jo, dann hat mich ein bisschen am Mass Effect. Ja. Wobei ich Mass Effect eigentlich scheiße fand, weil ich kein Story-Typ bin. Ich liebe Mass Effect, aber das weißt du ja. Ja. Achso. Oh, die ersten haben schon ihre Titans. Ich finde hier keine Gegner irgendwie. Ja, Sniper ist tatsächlich scheiße. Ich finde es kacke, dass die Map immer so doll ruckelt, wenn hier ein Titan vorbeiläuft. Total störend. War es irgendwie realistisch oder nicht? Ja, schon, aber es wackelt einfach nur die ganze Zeit. Vor allem, wenn dann mal so 6 Titans oder so auf der Map sind. Ah, leck mich doch, Pisser da oben auf dem Dach. Okay, mein Titan ist ready. Dann rufe ich ihn mal gleich. Ja, meine auch. Aber ich rufe noch nicht. Was ich geil finde auch an den Titans ist, wenn du halt mal kurz aussteigst, ach leck mich, dann übernimmt das die Autosteuerung oder weißt du, ich meine? Ich also bin noch nie ausgestiegen aus dem Titan. Wichser, Alter, hab dich. Ah, leck mich. Okay, your time is prepped for launch. Call it when ready. Boah, gefuckt, scheiße. Scheiße, ist mein Titan da gelandet und ich bin gestorben. Ich frage mich, ob man den klauen kann, ich weiß es nämlich gar nicht. Nee, kann man nicht.
Der hat auch am Anfang so ein Schutzschild um sich herum. Ja, das habe ich schon gesehen. Ich bin mal auf einen drauf gesprungen. Aber erst durch dieses Video, was ich danach von Fabian gesehen habe, gesehen, wie man die dann manipulieren kann. Ah, leck mich doch, du Wichser, Alter. Pisser, Leute. Okay, also wenn du auf dem Boden bist, hast du gleich verkackt. Am besten gehst du gleich am Anfang auf die Dächer, ganz ehrlich. Ach ne, ich find's auf dem Boden ganz schön. Ich krieg auf dem Boden gerade noch voll auf den Sack. Leute, ich hab grad einen gejumpkickt und dann dabei gekillt, einen Spieler. Jumpkick ist immer direkt Kill. Achso, geil. What the fuck? Alter, kommt schon wieder ein Titan, ey. Der brennt aber. Komm, Titan, mach Lack. Was ich aber auch finde, die haben auch gesagt, Grafik, ne, die jetzt das Maximum ist, ist später das Medium halt, also das geht noch viel höher später, die Grafik. Aha. Zumindest auf dem PC, haben sie gesagt. Ich finde, es sieht ja jetzt schon gut aus eigentlich. Okay, mit mittlerer Maus, das machen wir das Schutzschild. Jo, genau, helf mir mal, komm, lass ihn fertig machen, den Wichser. Ist er schon tot? Sehr gut. Wir sind ein gutes Team, lass uns zusammenbleiben. Oh, da vorne ist Titan. Was mit F so Raketen feuern kannst, weißt du wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Naja, mein Titan hat einen Arsch hochgemacht. Mach's auch gleich hoch. Ich mach einen Abgang. Der brennt, aber ich habe ihn jetzt dem Autopiloten überlassen, aber naja. Ah gut, dann kann ich ja wieder einsteigen. Ah ne, jetzt ist er kaputt. Genau, jetzt müssen wir alle Gegner töten. Weil jetzt kann man ja nicht respawnen. Du sagst es. Hab einen. Knuppi. Ich tue schon die ganze Zeit der Brustkorb weh. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was denn? Keine Ahnung. Brustkorb sticht die ganze Zeit. Okay. Bist du aufgeregt, weil das Spiel so toll ist? Nee. Oh, das ist ein Titan. Ja, schieß den Typen doch nur. Mensch, was hast denn du da gemacht? Ah, ein paar Minion-Kills, wa? Ja, 41, um genau zu sein, ne? Höher als Level 14 geht in der Beta nicht, ich hab das höchste Level erreicht, lol. Warum leckst du oder ich auch manchmal so zwischendurch? Das geht ja voll auf den Sack ein. Weil das Nitrato ist, die haben scheiß Server. Kann man hier nicht irgendwas ändern? Ich kann gerade nichts ändern. Hab ich hier. Schon, ich bei hab da, achso, das meinst du. Bei Pilot aus und so kann ich nichts ändern. Achso, ja, du musst erst Level 5 werden. Achso.
Wenn du dann zu 6 oder so im TS bist, ein komplettes Team, hat das bestimmt auch übelst Bock, ne? Ach, eigentlich geht's wieder los. Attention, attention, please. Man. Ich nehme mal den Tank. Mach ich mit. Milizia. Ja. Wirklich mal eine Granate geworfen. Ja, wer will? Ja, prima. Bin direkt schon gestorben. Heute Morgen haben wir auch fast nur Noobs gespielt. Ach, leck mich doch am Sack mit deiner Schatten, du Pisser. Come on, my Titan is ready. Ach, leck mich doch. Titan is ready. Ach, das ist so ein Granatenwerfer-Ding. Hat der Tank. Ich könnte mir einen Titan holen, wenn ich das möchte. Und ich möchte, denn da kommt ein gegnerischer Titan. Leute, und ich bin tot. Hammer ungünstig. Du hast einen anderen Titan. Was ist ein Damage Core, habe ich freigeschaltet mit LV. Was hast du freigeschaltet? Damage Core.
Keine Ahnung. Man schaltet hier häufig Sachen frei, die man eigentlich gar nicht braucht. Ach, dann machen wir einen Scherz, mal Schaden im Zeitraum. Wenn man lange Zeit als Titan überlebt. So eine Art Rage-Modus. You were born to rage, so come on. Alter, sind da viele. Ja, die Bots, die spawnen immer auf einem Fleck. Alter. Ach, leck mich doch. Ach, da bist du, hi. Ich hab einen Titan gedoomt, da guckst du Doom. Was würde Christoph dazu wohl sagen? Da heißt der Doom. Ah, ich hatte irgend so ein Aua-Grenädchen um mich herum, was mich blinzeln lassen hat. Und Titan. Oh, jetzt hab ich meinen Titan aus Versehen geholt. Lass mal einsteigen in dem. Oh, das ging auch schnell. Und Titan. Ich muss das irgendwie umstellen, Alter. Ich muss irgendwie auf F wieder Nahkampf machen. Ich komme gar nicht klar. Ich komme gar nicht klar, weil hier ist irgendwie so die... Ich komme allgemein Steuerung, ne? Nicht so klar. Heftig, ne?